Cognion in Nürnberg zusammen mit Simon Dückert. Magst du dich kurz selber vorstellen? Ja, ich bin der Geschäftsführer von Cognion. Wir kommen ursprünglich aus dem Bereich der Elektrotechnik, bin ein ausgebildeter Elektroingenieur, habe hier in Erlangen studiert, nicht weit von hier, Karriere begonnen im Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Da ist es so, wer das Fraunhofer-Modell kennt, da kommen immer Leute von der Uni, gehen nach 5 Jahren wieder, hat dort sehr viel mit Wissensverlust zu tun, und da bin ich das erste Mal mit Wissensmanagement in Berührung gekommen. Wir haben damals einen Prozess gestaltet, um Wissen zu bewahren, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, haben Kontakt zu verschiedenen Firmen bekommen, die das auch interessiert hat, und 2001 haben wir dann da draußen ein Geschäftsmodell gemacht und die Firma Cognion gegründet. Der Name ist eigentlich schon das Programm, Cognion, Cognoscere und Neon, also erkennen und neu. Unser Gedanke ist, dass man in der Wissensgesellschaft einfach Organisationen neu denken muss, neue Ideen, neue Methoden, neue Prinzipien braucht, und das ist, womit wir uns beschäftigen. Ich habe dich auch eingeladen für den IOM Summit, für den kommenden, zum Thema Wissensmanagement, weil du da schon in Deutschland so eine kleine Koryphäre in dem Themenfeld bist. Wo stehen wir denn bei dem Thema Wissensmanagement? Einerseits in der Theorie und auch in der Community, der Beratungscommunity Deutschland, und auf der anderen Seite halt auch bei den Unternehmen. Also ich würde sagen, in der Theorie und in den Expertenkreisen stehen wir da, dass, würde ich sagen, ungefähr klar ist, was Wissensmanagement als Disziplin ist, also was man da eigentlich möchte. Ich beschreibe das immer so ganz gern, dass Wissensmanagement eigentlich die Disziplin ist, die sich damit beschäftigt, wie man Organisationen gestalten und führen muss, um den Anforderungen der Wissensgesellschaft gerecht zu werden. Und Wissensgesellschaft bedeutet, dass ich unser Umfeld sehr, sehr schnell ändert. Wir haben so Begriffe wie Hyper-Competition und Kosten-Innovationsdruck, Globalisierung, und diese schnelle Änderung führt dazu, dass wir eben sehr schnell lernen müssen in Organisationen. Und lernen heißt nicht, was man vielleicht jetzt sofort damit verbindet, man setzt sich in einen Klassenraum und jemand hält dort eine Vorlesung, sondern lernen heißt auch lernen im Arbeitsprozess, neues Wissen generieren, innovative Produkte daraus machen. Also diese Wertschätzung und Lernen und Umgang mit Wissen eigentlich in jeden Arbeitsprozess hineinzubekommen, das würde ich sagen, ist so die Zielsetzung der Disziplin. Also sozusagen die lernende Organisation, wie sie Peter Senge genau schreibt. Peter Senge ist ein Vertreter, richtig. Du hast noch gefragt, wo stehen wir von der Erkenntnis her und wo stehen wir in der Praxis? In der Praxis würde ich sagen, dass so die, jetzt hier bei uns in Deutschland, die erste große KM-Welle so um die Jahrtausendwende war. Veranstaltungen wie die NoTech gibt es, glaube ich, seit 98 oder 99. Sehr stark aus dem IT-Lager herausgetrieben auch. Und dort war es eigentlich immer so, dass man Wissensmanagement weniger als eine Organisationsentwicklungs- oder Managementdisziplin gesehen hat, sondern eher, sagen wir mal, um einen Begriff wie EDV abzuschütteln, verwendet man irgendwann Informationsmanagement, und wenn der nicht mehr hip ist, sagt man Wissensmanagement. Also sehr IT-getrieben, und es wird sozusagen Wissensmanagement mit Wissensdokumentation oder der berüchtigten Wissensdatenbank gleichgesetzt. Das sind Ansätze, die natürlich nicht gut funktionieren in der Praxis, und das hat einfach in den letzten 10 Jahren dazu geführt, dass wir viele Organisationen haben, die so einen gescheiterten Wissensdatenbankansatz hinter sich haben und damit, weil das Synonym Wissensmanagement verwendet worden ist, der Begriff verbrannt ist. Also ich denke, entweder der Begriff erlebt jetzt irgendwie eine Renaissance mit neuem Leben unten drunter, oder man muss sich begrifflich einfach Gedanken machen, wie man es anders nennt. Und da ist im Moment einfach diese Hülle der lernenden Organisation mit der Sicht, wirklich das Lernen in alle Prozesse reinzubringen, angefangen bei Strategieprozessen, über operative Prozesse, Supportprozesse, denke ich, so ein Zwischenphase, um diesen Begriff zu rehabilitieren. Mhm. Dann haben wir ja da draußen die ganzen neuen sozialen Softwarekonzepte, die halt auch in die Unternehmen reindrängen, immer mit dem Schlagwort, ja, sie unterstützen den Wissensaustausch, Knowledge Sharing, unterstützen den Informationsstrom, jetzt fließt Information durchs Unternehmen. Welche Bedeutung hat das für das Wissensmanagement? Also da sehe ich zwei Facetten eigentlich. Die eine ist, viele Werte, also Wissensmanagement hat sehr viel damit zu tun, dass Werte oder Prinzipien sich ändern müssen.
viele Werte, die wir eigentlich brauchen, wie Offenheit, wie Transparenz, wie Flexibilität, in diese Enterprise 2.0-Werkzeuge, man könnte sagen, eingebaut sind. Also es ist sehr schwierig, ein Wiki zu haben und damit nicht offen zu sein, einfach weil das Wiki per se offen ist. Oder ein Blog zu haben und damit nicht transparent mit Informationen umzugehen, einfach weil der per se erstmal public ist. Das heißt, das ist, denke ich, von diesen Tools eine neue Qualität jetzt im Vergleich zu vor 10 Jahren, wo bei diesen Wissensdatenbanken oft so im Raum stand, wer darf da überhaupt reinschreiben und wer darf es lesen. Und also da gab es sehr viele Einschränkungen und ich denke, das ist was ganz Wichtiges Neues. Und was ich noch glaube, wenn man über Wissen spricht, das findet ja bei uns irgendwie zwischen den Ohren in unserem Gehirn statt. Und das, was diese Werkzeuge tun über die Vernetzung, ist eigentlich so ein großes organisationales Gehirn zu ermöglichen, mit Synapsen zwischen den einzelnen Akteuren, zwischen den einzelnen Leuten. Das heißt, da ist ein Potenzial da, dass das Lernen besser funktioniert. Die Frage ist, nutzen wir es dann auch so? Und da ist man dann natürlich wieder bei Themen, nehme ich mir Zeit zu lernen, nehme ich mir Zeit zu reflektieren, schreibe ich irgendeine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch irgendwo auf, sodass die jemand anders eine Chance hat, davon zu partizipieren. Aber dieses Potenzial erstmal, es gibt da irgendwas, was Vernetzung ermöglicht, das entsteht dadurch in der Würdest du Organisation. sagen, dass die E2.0-Technologien sozusagen da so eine Art Enabler sind, um dieses Wissensmanagement, eine Renaissance, wie du vorhin da gefordert hast, auch wieder zu bringen für das Wissensmanagement? Absolut. Also das glaube ich schon. Insbesondere auch, weil also man sieht Fallbeispiele, wo versucht wird, ich nenne das immer als Schlagwort IT shaped by culture. Also man hat dann so ein soziales Netzwerk zum Beispiel und schränkt das aber ein auf die Silos, die heute auch schon da sind. Ne? Da gibt es dann nur so Collaboration-Räume für Projekte und so weiter. Das sind im Wesentlichen die gleichen Töpfchen, die man heute auch schon hat. Aber per se drängen diese Werkzeuge eigentlich in die ganze Organisation und versuchen erstmal für alle verfügbar zu sein und durch alle genutzt zu werden. Und das ist was, wo man sich früher im Wissensmanagement sehr schwer getan hat, so diesen, oft nennt man das dann Rollout, diesen flächendeckenden hinzubekommen. Und ich denke, diese Reichweite haben diese Tools in der Regel, wenn sie nicht beschnitten werden durch die Organisation. Na, wir sehen natürlich auch nach wie vor Wiki-Projekte, wo dann halt kein großes offenes Wiki für alle gemacht wird, sondern so entlang von so 20er, 30er Grüppchen geschlossene Abteilungs- oder Projektwikis. Da würde ich sagen, das hat nicht so großes Potenzial. Also für die Leute in der Zusammenarbeit natürlich schon, das macht die effizienter. Aber in Richtung der Transformation der Organisation ist es eher interessant, dieses Flächendeckende, wo alle dabei sind. Da spricht dann ja immer wieder die Ideen oder Konzepte oder Empfehlungen halt für die Verbreitung von sozialen Technologien, dass man erstmal in diesen kleinen Grüppchen anfangen muss. Weil das große Rad kann man erst drehen, wenn sich ganz viele kleine Rädchen gedreht haben. Ja, in den kleinen Grüppchen lernt man dann mit diesen Werkzeugen umzugehen. Es ist halt oft so, dass Firmen versuchen, so in diesen kleinen Grüppchen was auszurollen und bei den Nutzenversprechungen oft Sachen stehen haben, die sich erst erfüllen, wenn ich gruppendynamische Effekte habe, wenn ich Netzwerkeffekte habe, die ich natürlich in den kleinen Gruppen, die sich vorher auch schon gekannt haben, nicht haben. Ja, also so diese Erfolgsstories, jemand in Deutschland kommt auf eine Idee durch einen Hinweis von einem Kollegen in Indien und einer aus Südafrika hat mitgeholfen. Das kriege ich natürlich in diesen kleinen begrenzten Grüppchen nicht. Dazu brauche ich eine gewisse flächendeckende Verbreitung. Wie würdest du einschätzen, die Selbstwahrnehmung des Wissensmanagers da draußen in den Unternehmen, also jetzt nicht auf der Beraterseite, sondern in den Unternehmen, nehmen die schon diese Bedeutung wahr, dieser neuen Technologie, dass sie damit mehr verändern können und dass sie dann halt auch nicht nur Wissen organisieren, sondern die Organisation verändern, dass sie selbst Wissen organisiert? Also ich glaube, diejenigen, die viele von denen, die versucht haben, Wissen direkt zu managen, was ja per se nicht geht, einfach weil es sich zwischen unseren Ohren befindet, viele davon sind mittlerweile ohnehin der Evolution zum Opfer gefallen, gibt es heute schlicht und einfach nicht mehr. Ich denke, die, die es verstanden haben, wie man es in der Organisation angehen müssen, die haben diesen Ansatz, das, was ich tun kann, ist nicht Wissen direkt zu managen, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, förderliche Rahmenbedingungen und Bewusstsein vor allen Dingen auch zu schaffen, dass Leute ihr Wissen selber anders organisieren. Und für die würde ich sagen, ist es völlig klar, dass sie in das Portfolio der Werkzeuge
der Tools, Weblogs, Wikis, soziale Netzwerke, Collaboration-Räume mit aufnehmen und ein Auge dafür haben, wo in der Organisation die nutzbringend sein können. Und glaube ich auch, sich sozusagen anzuschauen, wo bestehende Methodiken, die sich etabliert haben, durch die sozialen Werkzeuge verbessert werden können. Also wenn man mal ein Beispiel wie Lessons Learned, ja, wenn ich sozusagen ein Projektteam habe, was zu einem Meilenstein reflektiert und fünf, sechs Sachen rausfindet, die man anders machen sollte, die skalieren natürlich über so ein Netzwerk und ich habe eine Chance, dass die sprechen, machen Videointerviews, so wie wir hier, dass ein anderes Projektteam das irgendwie sieht und anhand der gleichen Erfahrung eben das nächste Projekt besser macht. Das hat mehr Reichweite. Also wie man es früher probiert hat, man hat irgendwo eine Lessons Learned Datenbank, in die ohnehin niemand reinschaut, wenn er das nächste Projekt tut. Muss ich da nicht das Rollenverständnis auch noch stärker ändern bei dem Wissensmanager, dass er jetzt weggeht von dem Manager oder Organisator der Wissensstrukturen hin zu einem, ja, Organisator der Community des Wissensaustausches oder wenn man es jetzt neudeutsch des Gardeners oder Moderators oder Mediators? Also ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, das einheitliche Rollenverständnis eines Wissensmanagement-Verantwortlichen, das gibt es heute noch gar nicht. Es gab ja mal eine, sagen wir mal, bis 2005, 2006 so eine Zeit, wo man versucht hat, diese Chief Knowledge Officer zum Beispiel zu installieren. Im Moment sehe ich noch keine Entwicklung, dass man sagt, es ist genau klar, wie so eine organisatorische Verankerung des Themas Wissensmanagement aussehen muss. Das, was ich im Moment als reifesten Ansatz sehe, ist ein Ansatz vom Knowledge Management Education Forum in den USA, die im Prinzip sagen, ich brauche vier Funktionen, die ich besetzen muss. Das eine ist eine Funktion auf strategischer Ebene, wo ich sage, Wissen und Lernen ist für uns geschäftsrelevant, vielleicht sogar überlebensrelevant. Das heißt, ich brauche so eine transformationale Rolle, die sich die Organisation also mal bewusst außerhalb der Organisation stellt und sagt, was müssen wir denn alles ändern, um besser mit Wissen umzugehen? Die zweite Funktion ist auf der Geschäftsbereichsebene oder der funktionalen Ebene zu sagen, ich habe Wissensmanagement-Beauftragte, könnte man sagen, die sich anschauen, wie müssen wir denn den Umgang mit Wissen im Marketing, in Sales, in Innovation, in Forschung und Entwicklung angehen. Die dritte Funktion, die vorschlagen, ist sozusagen Methodenexperten, also ein Community-Experten, ein Lessons Learned-Experten, E2.0-Experten, damit, wenn jemand auf einer sagt, wir brauchen im Marketing Communities, hole ich mir aus diesem Pool den Experten, der hilft mir beim Aufbau dieser Communities. Und die vierte Funktion, das finde ich eigentlich auch sehr spannend, ist sozusagen eine allgemeine Funktion, wo man sagt, die Skills in Bezug auf Umgang mit Wissen bei allen Mitarbeitern müssen gestärkt werden. Und das heißt, da schaue ich mir an, wie kriege ich dieses Thema in Führungskräfteentwicklungsprogramme, in Mitarbeiterentwicklungsprogramme, in Onboarding-Schulungen rein. Und da sind wir aber in der Praxis noch ziemlich weit weg davon, dass Firmen wirklich verstanden haben, dass sie ihre ganze Organisation eigentlich mit so einer Wissensbrille anschauen und transformieren müssen. Wenn ich mir jetzt aus unseren Konferenzen die Best Practices aus dem Themenfeld E2.0 anschaue und mir schaue, was sind da für Leute hinter, wo sind die aufgehängt, sind die heute, aber meistens treiben die diese Projekte, sind aber noch allzu wenig oder sehr wenig in der Knowledge Management Organisationseinheit des Unternehmens irgendwie verankert. Ja. Das heißt, ketzerische Frage, verschlafen die Wissensmanager an dieser Stelle dann doch die Möglichkeit? Ja, das interessant wäre ja mal so eine flächendeckende Erhebung, wo gibt es überhaupt Wissensmanagement-Abteilungen? Ich würde sagen, die Unternehmen, die so eine Abteilung haben, da steht das Thema E2.0 durchaus auf der Tagesordnung. Also bekannte Beispiele sind Festo oder Airbus oder Schaeffler beispielsweise. Wir haben aber auch teilweise Fallbeispiele von Firmen, die lange als Referenz genannt worden sind, wo es heute so ein Wissensmanagement gar nicht mehr gibt. Volkswagen wäre so ein Beispiel, die mit der Wissensstaffette mal sehr populär waren. Mittlerweile gibt es diesen zentralen Ansatz gar nicht mehr. Also ich denke, das, was wir im Moment sehen, diesen Übergang von Industrie in Wissensgesellschaft, der führt zu so vielen Neuerungen, dass es diese Organisationseinheiten, die wir eigentlich bräuchten, die gibt es überhaupt noch nicht. Und dementsprechend ist es schwierig zu sagen, wo es ist aufgehangen.
Wir haben im Wissensmanagement oft diese Diskussion, gehört es in IT oder gehört es in Personal? Und die Antwort ist, es gehört in beides nicht. Weil derjenige, der dafür verantwortlich ist, der muss sich alles anschauen, der muss sich anschauen, welche Auswirkungen hat es auf die Strategie, auf das Controlling, auf die Personalentwicklung. Und egal in welchen Topf ich den stecke, ob das ein ITler oder ein Qualitätsmanager, Prozessmanager ist, der ist dort an sich immer falsch. Und wenn er die Disziplin verstanden hat, dann muss er, wenn er in diesem Topf startet, schauen, dass er sich aus dem Topf rausarbeitet, um überhaupt in eine Position zu kommen, wo er eine Veränderung der ganzen Organisation treiben kann, wo er das Mandat dafür hat. Wie kommt jemand dorthin, dass er dieses Mandat bekommt? Ist das sozusagen, entwickelt er, da muss er ganz bestimmte Fähigkeiten entwickeln, außerdem muss er ein Kämpfer sein in der Organisation, das sagt man ja auch wieder bei E2.0-Projekten oftmals so, du musst gegen den Strom schwingen, du musst dich nicht unterordnen, du musst dafür kämpfen, nur dann wirst du erfolgreich. Mhm. Braucht es genau diese Person, die dann sozusagen unter der Flagge des Wissensmanagement das Thema vorantreiben? Also Kampf ist immer so, die einen gegen die anderen. Ich glaube, es ist nicht so sehr das Kämpfen, sondern es ist eher, also auf der einen Seite die Fähigkeit zu haben, sehr in komplexen Zusammenhängen und systemisch zu denken, um das, was im Moment passiert, die gesellschaftlichen Veränderungen und wie wirkt es auf die Organisation, erstmal zu verstehen und zu interpretieren. Das ist eines. Also ich würde dort auf jeden Fall schauen, dass ich Leute habe, die sehr systemisch denken können. Und dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man kommunikativ die Fähigkeit hat, dieses Thema Wissen und Lernen in die Alltagssprache des Managements zu übersetzen. Also das ich habe oft den Eindruck, Manager glauben so, naja, solange es uns gut geht, leisten wir uns sowas wie Wissensmanagement. Man merkt ja jetzt im Moment auch schon so Absatzkrise in Europa, die Budgets werden enger und so weiter. Man merkt das bei einigen Firmen, dass dann eben so Leute, die sich bisher um Wissensmanagement gekümmert haben, auf einmal nicht mehr da sind oder umgewidmet werden, was darauf schließen lässt, für wie strategisch relevant ein Management dieses Thema hält. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, diese Brücke kommunikativ zu bauen zu so Dingen wie Innovationskraft, Effizienz, Kostenreduzierung, dadurch, dass Räder nicht doppelt erfunden werden und nicht so sehr jetzt Wissensmanagement als einen Heilsbringer oder so darzustellen und gegen irgendwas zu positionieren, sondern eher als ein Hilfsmittel, das mir hilft, Probleme, die ich Management habe. Aber es müssen ja alte Mechanismen oder Strukturen und Prozesse aufgebrochen werden. Es muss für Offenheit gekämpft werden, etc. Und sowas natürlich im Unternehmen etabliert werden. Und dafür braucht es doch dann einen Kämpfer, der sozusagen dagegen arbeitet. Richtig, okay, ja. Wir denken jetzt in Abteilungen, in Organisationseinheiten und in dem Besitzstandsdenken von Wissen. Das muss ja bekämpft werden. Richtig. Also derjenige, der muss schon diese Grundprinzipien, also warum brauche ich in einem System, was innovativ sein soll, warum brauche ich da Offenheit, das muss der verstanden haben. Und der muss an ein paar entscheidenden Stellen dabei sein und diese Flagge hochhalten. Also so ganz operativ, man sitzt oft in Terminen, da wird dann diskutiert, wenn irgendwie so Communities auf einem SharePoint gemacht werden, sind die dann per Default geschlossen oder offen. Und der Reflex der Organisation ist, die sind geschlossen, weil das ist ja unser Projekt und die andere Abteilung darf da nichts drüber wissen. Und an den Stellen muss der natürlich ganz operativ dafür kämpfen, dass die offen sind und dass jemand, der so eine Community beantragt, einen guten Grund haben muss, warum die geschlossen ist. Weil sonst fahre ich in diesen alten Silos, in denen ich bisher auch bin, einfach weiter. Also entlang deiner Funktionen, die du vorhin, deiner vier, würde ich sagen, er braucht eine strategische Weitblickskompetenz, aber er braucht dann, natürlich braucht er dann auch so eine Business-Kompetenz, dass er einordnen kann, was relevantes Wissen fürs Unternehmen ist, aber er braucht dann so operativ neue Kompetenzen auch, die so in diese soziale Interaktionstheorie reingehen, wo es darum geht, Communities anzuleiten, zu fördern, dass sie Wissen austauschen. Genau. Und sagen wir mal, der Strauß, den du jetzt aufgezählt hast, der führt eigentlich schon dazu, dass man direkt sagen kann, das kann nicht einer sein. Das kann nicht einer sein. Wir haben für uns so die Idee in unserem Beratungsansatz auch, dass es oft schon einer oder wenige Personen sind, die anfangen, das zu treiben, dass die aber als einen ersten Schritt eine interne Community anfangen sollten zu formen, die sich
die sich sozusagen dieser neuen Art über die Organisation nachzudenken widmet, die dort dann eben Leute, die verschiedene Teilmandate, die ich brauche, mit reinnehmen, Leute, die dieses Gedankengut schon verinnerlicht haben, mit reinnehmen, um aus so einer Community heraus dann wirklich die Transformation zu starten, also die Bewegung zu starten in der Organisation. Das kann, glaube ich, nicht ein Einzelner tun. Prima. Vielleicht hier nochmal zu den Räumlichkeiten abschließend. Wo sind wir hier? Ja, wir sind hier in der Cognion Akademie. Die hat verschiedene Funktionen. Das ist zum einen mal unser Arbeitsplatz, die ist eine Workshop-Fläche, die ist ein Veranstaltungsraum. Cognion Akademie in Anlehnung an die Akademie von Platon. Da war auch so dieser Übergang. Sokrates eher der in Athen, der so mit Einzelnen gesprochen hat, die versucht hat, auf neue Ideen zu bringen. Platon dann derjenige, der versucht hat, eine Akademie daraus zu bauen, dieses Gedankengut in Kurse, in Vorlesungen zu packen, um das in die Breite zu bringen. Und das ist eigentlich so unsere Idee hier, dass wir unsere Erfahrungen, die wir in Projekten machen, über Blogs, über Wiki, aber auch über Veranstaltungen, physische Veranstaltungen eben mehr in die Breite bringen, weil so die Vision, die über unserem Tun steht, die Wissensrepublik Deutschland ist, also sozusagen die Sichtweise, dass wir in einem Land leben, das nicht viel mehr andere Ressourcen hat als Wissen, und mit der sollten wir eben möglichst effizient umgehen. Prima, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.